Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom Oktober für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als Anmerkung vorweg möchte ich einmal sagen, dass ich nicht zu 100%ig genau auf die Bücher eingehen werde. Ich werde wirklich nur noch mal ganz kurz meine Meinung dazu sagen, denn ich habe wirklich zu jedem einzelnen dieser Bücher ein Video gemacht, wo ich ausführlich über diese Bücher schwadroniere und es sind alles Rezensionsexemplare, die ich im Oktober gelesen habe. Wie gesagt, deswegen gibt es auf meinem Kanal zu jedem einzelnen Buch ein Einzelvideo und wenn euch das Buch interessiert, dann schaut da rein. Ich werde jetzt nur noch mal ganz kurz grob anreißen, worum es geht und wie es mir im Groben gefallen hat, weil ich muss ja jetzt hier nicht alles 100-mal wiederkauen. Und wie gesagt, wenn euch einzelne Bücher interessieren, dann schaut in den Videos nochmal vorbei, da spreche ich dann ausführlich drüber. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Buch und zwar war das Now and Forever, weil ich dich liebe von Geneva Lee. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Es geht in diesem Buch um Jillian und um Liam und die beiden lernen sich auf dem College kennen und ja, das Buch startet quasi nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht, die eigentlich ein One-Night-Stand sein sollte, zumindest für Jillian, aber irgendwie wird sie Liam nicht mehr los und das findet sie gar nicht cool, denn Jillian hat einen ganz, ganz bestimmten Plan für sie. Nie mehr als eine Nacht und das hat seinen bestimmten Grund, denn sie möchte sich an niemanden binden. Sie möchte niemanden zu sehr in ihre persönlichen Dinge involvieren und ja, was das genau ist und worum es genau im Großen und Ganzen geht und warum sie keine Beziehung möchte und warum Liam unbedingt eine möchte, das ist es, worum es im Now and Forever im Endeffekt geht. Es ist, wie gesagt, eine richtig tolle Liebesgeschichte. Die Geschichte hat eine ganz, ganz tolle Dramatik auch. Es ist jetzt nicht einfach nur so eine Liebes-College-Geschichte. Diese Geschichte hat schon ein bisschen einen ernsteren Hintergrund, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich fand die Charaktere einfach total liebenswert. Ich fand Liam einfach nur, der war so Zucker, ehrlich, dieser Typ ist ein Traum. Ein Traum, ein Traum und er ist Schotte. Das muss ich an dieser Stelle einmal erwähnen. Schottische Männer sind irgendwie immer die tollsten in den ganzen Büchern. Es ist einfach so. Und ja, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr gerne Liebesgeschichten lest, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Der zweite Teil kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres raus. Den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Da geht es um ihre beste Freundin und den einen College-Professor. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, Now and Forever, weil ich dich liebe, kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Eine richtig, richtig tolle Geschichte. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Dann habe ich im Oktober gelesen Renegades von Marissa Meyer und auch dieses Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Das war, glaube ich, das dickste Buch, so was ich im Oktober gelesen habe. Dieses Buch hat über 600 Seiten und ich habe lange kein so dickes Buch mehr gelesen gehabt und das war für mich schon so ein bisschen eine Herausforderung auch, dieses Buch zu lesen. Ich stelle es mal hier rüber. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir Renegades wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe dieses Buch total gefeiert. Ich hatte beim Lesen so immer diese Optik und das alles von Die Unglaublichen im Kopf. Ihr kennt bestimmt diesen Film, Die Unglaublichen von Pixar. Und ja, diese Optik und dieses Feeling hatte ich beim Lesen die ganze Zeit. Und ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Oh, mir schläft das Bein nämlich gerade ein. Und ja, das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und es hat mega Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und jeder Charakter hat hier in diesem Buch so sein alter Ego. Und das war auch richtig toll gemacht und richtig cool. Und in dieser Geschichte geht es um Nova. Und Nova ist die Nichte von Ace Anarcho und Ace Anarcho ist der große Superschurke gewesen und ja, dieser wurde getötet von den Superhelden, von den Renegades und Nova möchte einfach nur Rache quasi nehmen für ihren Onkel und sich halt an den Renegades rächen und bei ihrer Racheaktion auf einem Festival, auf einem Umzug, einer Parade, eine Parade war es, glaube ich, ja, da plant sie halt, Rache zu nehmen an dieser einen bestimmten Person, die ihren Onkel auf dem Gewissen hat und ja, da geht etwas schief. Und mit den Konsequenzen, die jetzt aus dieser schiefgegangenen Aktion halt entstehen, muss Nova irgendwie klarkommen. Und mir hat die Geschichte super gut gefallen, es war ein total tolles Feeling beim Lesen, ich mochte die Charaktere total, ich fand Nova total cool, ich fand Adrian... Er hieß Adrian, oder? Hieß Adrian? Aiden? Wie hieß er? Er hieß Sketch, war sein alter Echo und er hieß... Ich habe das Buch halt schon in den Schutzumschlag getan. Wie hieß er denn? Moment, hier vorne ist doch so ein Links drin. Genau, Adrian Everhart hieß er. Den mochte ich total, genauso wie Nova. Und ja, hier vorne sieht man halt so, wer die ganzen Leute sind. Da ist nochmal so beschrieben, wer ist und... ja, ich fand dieses Buch klasse, mir hat es super gut gefallen. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr so Superhelden, Superschurken-Geschichten mögt. So ein bisschen so Richtung Marvel, würde ich schon sagen, so Marvel-Comic-mäßig. Dann schaut euch Renegades auf jeden Fall an. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Diese Reihe ist auch nur eine Dilogie. Das heißt, dann mit dem zweiten Teil abgeschlossen. Und
am Ende hier war so ein mega fieser Plot-Twist, wo du so denkst, so, what? Jetzt ist dieses Buch vorbei. Mit dem Cliffhanger lasst ihr mich jetzt hier hängen. Das ist doch scheiße. Aber ja, ist halt so. Ist halt ein fieser Cliffhanger, aber ich fand das Buch wieder ganz, ganz toll. Und ich liebe ja auch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer schon total. Deswegen hat es mich nicht überrascht, dass mir das Buch wirklich gut gefallen hat. Ich habe von einigen auch schon gehört, dass die das Buch nicht so gut fanden, dass die es eher langweilig fanden und so. Man muss dazu sagen, dass es keine Geschichte, die ultra spannend ist, wo halt immer Schlag auf Schlag, Dinge passieren. So extrem spannend ist sie jetzt nicht, die Geschichte. Sie hat auch so ihre ruhigen Momente, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Aber mir hat das Ganze super gut gefallen. Ich mochte es sehr und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, ich kann mich auch gerade nicht mehr so hundertprozentig genau dran erinnern, was ich in dem Video damals alles gesagt habe. Aber dann schaut einfach da noch mal rein. Dann habe ich im Oktober noch gelesen den ersten Teil der Ringchroniken von Erin Linares und zwar Begabt. Und auch hier kann ich nur sagen, dass das eine richtig coole Jugenddystopie ist. Es ist kein Buch, wo ich sage, oh mein Gott, es ist so gut, es ist so gut. Ihr müsst es tausendfach unbedingt lesen. Nein, so ist es nicht gewesen, aber es ist eine richtig gute Jugenddystopie. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab hier einen großen Minuspunkt in der Geschichte und das war so eine ganz, ganz große Logiklücke meiner Meinung nach. Und wenn diese Logiklücke nicht wäre, würde es diese ganze Geschichte nicht geben, weil dann würde es diese ganzen Probleme in dieser Welt einfach nicht geben. Und für mich war das so am Ende so, warum? Vielleicht tut sich das im zweiten Teil dann alles noch erklären, wieso, weshalb, warum das so ist. Ich möchte auf jeden Fall hier weiterlesen. Und ja, aber in dem Moment, wo ich das gelesen habe, dachte ich einfach nur, das macht alles keinen Sinn. Ganz einfach, weil wenn das so und so wäre, dann wären diese Probleme ganz einfach aus der Welt geschafft und dann gäbe es diese Probleme einfach nicht. Aber ich bin gespannt, was da noch mehr dahinter steckt. In dieser Geschichte geht es um Emily und Emily wohnt in der Rauhringwüste. Es ist quasi so, dass dieses Buch in der Zukunft spielt. Unsere Gesellschaftsstruktur, wie wir sie kennen, quasi ist zerstört. Die Erde ist quasi kurz vorm Sterben. Es gibt nur noch ganz, ganz wenig Wasserreserven auf der Welt und das ist alles so oben an den Polarkappen. Und ja, wir begegnen hier Emily, wie gesagt, die in der Rauhringwüste lebt, mit ihrer Mutter zusammen. Und Emily ist 16 Jahre alt und mit 16 kann man sich für eine Ausbildung quasi bei den Konzern Wert bewerben. Wert ist der Konzern in der Welt. Er ist der Big Boss quasi, so wie die Umbrella Corporation bei Resident Evil, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, Emily bewirbt sich dann quasi für diesen Konzern, um halt auch ihrer Mutter finanzielle Unterstützung geben zu können. Und ja, sie darf dann, wenn sie quasi angenommen wird bei diesem Konzern, darf sie in den Regenring fahren. Das ist halt quasi der Nordpol oder Südpol. Ich glaube, der Nordpol. Da ist halt noch so normales Leben möglich. Dort regnet es halt auch noch und es gibt halt auch noch Wälder und Vegetation und so. Und ja, dann darf Emily dorthin fahren und wird dann halt dort ausgebildet, um dann halt später für den Konzern zu arbeiten. Und Emily schafft es halt, für diese Ausbildung angenommen zu werden. Das spoilere ich euch ja nicht. Und ja, sie merkt aber sehr, sehr schnell, dass irgendwas dort nicht stimmt. Und sie kann sich irgendwie keinem so richtig anvertrauen, außer ihrem Ausbilder Cohen. Aber auch Cohen hat so seine Geheimnisse. Und ja, was dann halt alles in diesem Buch noch passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in den Ringchroniken geht. Wie gesagt, ich finde, es ist eine coole Jugenddystopie-Geschichte gewesen. Bis auf diese eine große unlogische Sache, wo ich einfach hoffe, dass sie sich im zweiten Teil noch klärt. Ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, wenn ihr gerne so Jugenddystopien lest. Schaut es euch mal an. Dann habe ich im Oktober auch gelesen The Dead List von Jennifer Armentrout. Und oh mein Gott, dieses Buch war so gut. Es war so unglaublich gut. Ich habe dieses Buch total gefeiert. Ihr wisst, ich bin nicht so der Thriller-Leser schlechthin. Deswegen dieses Buch für mich wirklich sehr, sehr überraschend war. Ich war auch am Ende wirklich so, ich verstehe das Ende nicht. Das macht keinen Sinn. Und so 10 Seiten später, oh mein Gott, das macht Sinn. Es ist alles so logisch. Ich verstehe es. Es war so echt so in so ein Hä? Und dann so, aha. Ich hatte hier wirklich diesen Aha-Moment am Ende. Und ja, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ihr wisst, ich liebe Jennifer Armentrout und sie ist einfach meine Queen. Und da geht nichts drüber über die Frau. Und ja, The Dead List hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wird hier als Sexy Crime bezeichnet und das ist es. Es ist quasi, The Dead List ist eine Jugendgeschichte, die noch an der Highschool spielt, quasi gemischt mit Thriller-Elementen. Also es passieren hier Morde in dem Buch und die gilt es aufzudecken. Und in dieser Geschichte geht es um Ella und Jansen. Und Jansen ist nach einigen Jahren, nachdem er fortgezogen war, wieder zurück in seine Heimatstadt gekommen. Und Ella und Jansen waren früher die besten Freunde. Und dann ist aber etwas passiert, bevor er weggezogen ist. Und die beiden hatten nie Gelegenheit, sich auszusprechen. Weswegen sie auch jetzt, nachdem er zurückgekommen ist, nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Und dann ist es aber so, dass Jansen Ella eines Tages auf einer Party rettet. Er rettet sie davor, entführt zu werden. Und ab dem Moment ändert sich in Ellas Leben auch alles. Sie merkt, dass sie ein Opfer
ist und sie möchte kein Opfer mehr sein und sie sucht deswegen Hilfe bei ihrer Lehrerin und möchte halt Selbstverteidigung lernen und ihre Lehrerin vermittelt ihr dazu einen Lehrer und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer dieser Lehrer ist. Richtig, Jensen. Und durch diese ganze Selbstverteidigungsgeschichte kommen die beiden sich natürlich auch wieder näher und dann versuchen beide irgendwie herauszufinden, was hinter dem Ganzen steht, denn es passieren unheimliche Dinge bei Ella im Haus und Ella wird definitiv bedroht. Und ja, was dann alles mit den beiden passiert und wer hinter den Morden steckt und wieso, weshalb, warum derjenige Ella so bedroht und umbringen will und entführen möchte, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und wie gesagt, ich fand die Geschichte richtig, richtig toll. Mir hat sie super gut gefallen. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe Jennifer Armentrout einfach, aber ich denke, Leute, die viele Thriller lesen, für die wird das Buch wahrscheinlich recht offensichtlich sein, weil es typische Thriller-Elemente einfach enthält. Ich habe mit Sina drüber gesprochen und Sina meinte, sie hat das Buch auch mega gut gefunden, aber sie liest halt mehr Thriller so auch mal und für sie waren einige Dinge, die für mich nicht offensichtlich waren, die waren für sie halt mega offensichtlich, aber mir ist es wurscht. Ich fand's super. Also alle Thriller-Leser da draußen, falls ihr das lesen wollt, seid gewarnt. Ich denke mal, für euch würde das wahrscheinlich alles recht offensichtlich sein. Dann habe ich noch gelesen im Oktober Hot, heute Nacht gehörst du mir von Lauren Blakely. Das ist der dritte Teil der Big Rock-Reihe. Und in diesem Buch geht es um den Zwillingsbruder von dem Protagonisten aus dem zweiten Teil. Ich kann nur sagen, dass Hot mir so im groben Ganzen, ja, boah, ganz nett gefallen hat. Es war keine Geschichte, die mich definitiv umhauen konnte. Mir hat der zweite Teil da so um einiges besser gefallen. Ich fand, Hot war einfach ein Buch, wo mir die sexuellen Aspekte einfach zu viel waren. Also es fing schon am Anfang der Geschichte an. Und das hörte bis zum Ende nicht auf und ja, es waren sehr, sehr viele erotische Szenen in der Geschichte und wie gesagt, sehr, sehr viele sexuelle Anspielungen und Sprüche und sowas und das ging mir dann einfach mit der Zeit nur auf die Nerven und das hat für mich die Geschichte so ein bisschen madig gemacht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber das hat so die Geschichte an und für sich so zurückgestellt und das mag ich überhaupt nicht. Ich bin kein Fan von übermäßig viel Erotik in Büchern. Wenn da so ein paar Szenen drin vorkommen, okay, mein Gott, dann kann man das überblättern. Aber wenn das so dominiert in der Geschichte, das ist nicht meins. Und so war es bei Hot leider. Aber was soll's, man muss ja nicht jeden Teil einer Reihe total mögen. In Hot geht es um Wyatt Hammer und Wyatt hat eine Baufirma und Wyatt steht seit einigen Monaten auf seine Assistentin. Und er fühlt sich zu ihr unglaublich hingezogen, aber er darf mit ihr nichts anfangen. Denn er ist ihr Boss und wir wissen alle, wie das läuft, ne? Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis, das geht so mal gar nicht. Fahren die beiden allerdings auf eine Geschäftsreise nach Las Vegas und dort passiert etwas und danach ändert sich alles. Und was dann alles mit den beiden passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in Hot geht. Und mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen, ist eine süße, niedliche Geschichte, aber wie gesagt, der erotische Anteil war mir hier einfach zu hoch. Im Oktober auch noch erschienen Die Sprache der Dorn von Leigh Bardugo. Das ist eine Kurzgeschichten-Märchensammlung von Leigh Bardugo. Hier geht es um 6 Kurzgeschichten bzw. Märchen aus der Welt der Grisha. Diese Märchen haben nichts mit Grisha oder dem Lied der Krähen zu tun. Die spielen einfach nur in der gleichen Welt. Das sind Geschichten, die sich die Charaktere quasi aus das Lied der Krähen oder auch aus Grisha quasi abends am Lagerfeuer erzählen würden, weil das halt so alte Mythen und Legenden sind. Und wie gesagt, wir haben hier 6 Kurzgeschichten in dieser Geschichte und jede Kurzgeschichte spielt an einem anderen Ort in der Grisha-Welt. Es ist vorne auch wieder eine Karte drin. Nee, Quatsch, hinten ist die Karte drin. Andersrum. Hier war sie hinten drin, ne? Lass mich nochmal kurz gucken. Genau. Hier ist die Karte von der Welt der Grisha und das fand ich sehr, sehr cool, weil man hier auch nochmal gucken kann, wo spielt die Geschichte genau, was passiert hier in der Geschichte und ja, ich muss sagen, dass mir die Geschichten unterschiedlich gut gefallen haben. Es gab hier 1, 2 Geschichten, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Dann gab es ein 2 Geschichten, die haben mir weniger gut gefallen. Eine Geschichte habe ich absolut nicht verstanden einfach. Aber es sind halt, wie gesagt, für mich Märchen. Und Märchen müssen nicht zu immer 100% Sinn ergeben. Darauf muss man sich definitiv auch einstellen in diesem Buch, dass diese Geschichten nicht immer sinnig sind und dass das alles nicht logisch ist. Denn wie gesagt, es sind Märchen und Märchen haben immer so ein bisschen was Magisches auch an sich. Und was ich aber sehr, sehr cool fand in dem Buch, hier sind so Bilder drinne. Zeichnungen, die fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr hübsch und auch die einzelnen Seiten sind super schön aufgemacht. Hier ist so ein Fuchs drauf und ja, also rein optisch gesehen ist dieses Buch definitiv ein Highlight. Wie gesagt, was die Geschichten anbelangt, haben mir einige sehr, sehr gut gefallen, andere weniger gut. Meine Lieblingsgeschichte war Ayama und der Dornwald und Kleines Messer auf jeden Fall. Beim Soldatenprinzen, das hat mich alles so ein bisschen an den Nussknacker erinnert, aber war irgendwie auch alles ein bisschen unlogisch, gerade am Ende. Das habe ich nicht alles so ganz verstanden, aber
Shit happens. Und ja, jeder, der gerne Märchen mag und die Welt der Grisha mag, die Leyva Dugge erschaffen hat, der sollte sich die Sprache der Dawn auf jeden Fall angucken. Bei allen anderen bin ich mir unsicher, ob ihr mit diesen Geschichten was anfangen könnt. Es ist ein sehr spezielles Buch und ich denke auch nicht für jedermann. Aber ich fand es cool, ich fand es süß, dass es sowas gibt. Und es ist definitiv mal etwas Besonderes. Dann habe ich im Oktober ein Buch gelesen, was eigentlich schon im September bei mir angekommen ist. Aber durch diese ganzen Rezensionsexemplare, die ich hier hatte, bin ich einfach nicht dazu gekommen, obwohl ich mich schon mega auf dieses Buch gefreut habe. Und zwar Fire and Frost vom Feuer geküsst. Das ist der zweite Teil der Fire and Frost Reihe. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein zweiter Teil. Ich kann also hier zum Inhalt nicht allzu viel sagen. Es geht immer noch um Ruby. Und Ruby ist ja eine Fireblood, die in einem Land aufgewachsen ist, voller Feinden, und zwar den Frostplots. Und ja, wir begegnen Ruby in diesem Buch wieder. Und Ruby begibt sich auf eine Reise in ihre Heimat und erfährt dort Dinge über sich und ihre Familie. Ja, es ist ein zweiter Teil, weswegen ich jetzt hier nicht wirklich irgendwie dazu was sagen kann. Ich will auch niemanden spoilern. Ich kann nur sagen, dass mir das Buch wieder sehr gut gefallen hat. Ich fand es zwar ein cooler zweiter Teil, man hat extrem viel über Ruby rausgefunden. Man hat sehr, sehr viel über ihre Vergangenheit erfahren. Und man hat noch ganz viel, viel, viel krassen anderen Scheiß erfahren, sage ich mal auf gut Deutsch. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf den dritten Teil, wie das Ganze da weitergeht. Was ich gut fand, hier hat sich eine Dreieckskiste so angedeutet im zweiten Teil, die wurde aber dann am Ende sofort wieder aufgelöst. Gott sei Dank, ihr wisst, ich mag keine Dreiecksbeziehung. Das geht mir auf den Sack. Und ja, ich fand es gut, dass das hier am Ende gleich wieder aufgelöst wurde. Das war für mich auch so ein bisschen unglaubwürdig, denn Ruby hatte so ihren, wir nennen ihn mal Freund, obwohl nicht eigentlich klar ist, dass er ihr Freund ist. Naja, auf jeden Fall ist sie eigentlich verliebt in den einen Typen und dann lernt sie den anderen Typen kennen und sieht ihren Freund zwei Wochen nicht und verliebt sich dann in den anderen so und entwickelt Gefühle für den. Das war für mich so unlogisch. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und ja, ich bin froh, dass die Autorin das zum Ende hier gleich wieder aufgelöst hat und wir jetzt wissen, zu wem Ruby gehört und dieses nicht ein sinnloses Hin und Her zwischen den Charakteren wird. Aber ansonsten hat mir das Buch, wie gesagt, wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, Fire and Frost ist eine richtig coole Jugendteil-Fantasy-Reihe. Und ja, wer Bock auf Jugendteil-Fantasy hat, sollte sich diese Reihe auf jeden Fall angucken. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und ich finde die Cover so wunderschön. Ich liebe, liebe, liebe diese Cover. Ich liebe sie. Ich finde es einfach nur wunderschön. Das vom dritten Teil gefällt mir nicht so gut. Das ist ja jetzt inzwischen auch schon veröffentlicht. Das mag ich nicht so, aber ich liebe, liebe das hier und ich liebe das vom ersten Teil. Ja, und mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann habe ich im Oktober noch den dritten und aktuell letzten Teil dieser Reihe gelesen, und zwar Redwood Love. Die Autorin Kelly Moran hat ja inzwischen bestätigt, dass sie an einem weiteren Teil auf jeden Fall schreiben wird. Und ich werde schon wieder gelb, wenn ich das Buch hier so in die Kamera halte. Ich versuche erstmal wieder hier hinzustellen. So. Und ja, Kelly Moran hat ja gesagt, sie wird auf jeden Fall gucken, dass sie noch weitere Teile zu dieser Reihe veröffentlicht. Sie hätte da noch so ein paar Charaktere, dessen Geschichte sie erzählen wollen würde. Und das finde ich richtig, richtig cool, denn wie ihr alle mitbekommen haben dürftet, ist Redwood Love eine ganz, 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 ganz tolle Reihe. Und ich glaube, keine Reihe ging den Lesern dieses Jahr so sehr auf den Sack wie Redwood Love. Denn diese Bücher waren einfach überall. Auf Instagram, auf Facebook glaube ich auch, auf YouTube wurden sie überall gezeigt. Und ja, ich glaube, wir sind alle froh, dass wir diese Bücher so schnell erstmal nicht mehr sehen müssen. Aber es sind halt auch einfach ganz, ganz tolle Geschichten, die hinter dieser Reihe stehen. Und wie gesagt, ich habe im Oktober den dritten und aktuell letzten Teil gelesen. In diesem Buch geht es um Drake O'Grady. Und Drake ist Witwer und hat vor 4 Jahren seine Frau verloren. Und er hat es bisher nicht geschafft, so zurück ins Leben zu finden. Aber er ist inzwischen an einem Punkt im Leben, wo er das möchte. Wo er sagt, ich will nicht mehr trauern. Ich will mein Leben wieder in die Hand nehmen. Ich will mein Leben wieder genießen. Ich bin 34 Jahre alt oder wie alt er ist, und ich habe mein Leben ja quasi noch vor mir, und ja, das tut er in diesem Buch. Und er merkt auch in diesem Buch, dass er für seine langjährige Freundin Zoe irgendwie mehr zu empfinden scheint, als er bisher immer dachte. Und ja, die Frage, die sich ihm natürlich stellt, ob Zoe genauso empfindet oder ob sie in ihm halt einfach nur einen guten Freund sieht. Denn Zoe ist der Mensch, der für ihn immer da war, wenn er jemanden brauchte, mit dem er reden konnte. Und Zoe war für ihn quasi auch so wie ein Fels in der Brandung. Und die beiden sind halt auch wirklich schon sehr, sehr lange befreundet. Und Zoe war auch die beste Freundin von seiner Frau Heather. Und ja, was dann mit Zoe und Drake alles passiert und ob Drake es schafft, seine Vergangenheit ein Stück weit hinter sich zu lassen, um einen Neubeginn zu wagen, das ist es, worum es in Redwood Love, es beginnt mit einer Nacht, schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir vom Inhalt, vom Ganzen her, der dritte Teil mir am wenigsten gefallen hat. Das muss ich jetzt leider so sagen. Dieses Buch ist immer noch eine zuckersüße Liebesgeschichte, aber im Vergleich zum zweiten Teil oder auch zum ersten konnte für mich die Geschichte da einfach nicht mithalten.
Ich muss allerdings sagen, dass Drake vom rein optischen her voll mein Ding ist. Ich muss sagen, Flynn ist vom rein optischen her so gar nicht mein Fall. Kate ist so okay. Aber Drake, der reißt halt wirklich raus. Das wäre der Mann, der 100% meinen Geschmack treffen würde. Aber ja, wie gesagt, die Geschichte von ihm und Zoe konnte mich so am wenigsten mitreißen. Das könnte daran liegen, dass ich das zwischen den beiden auch in den ersten beiden Teilen schon so angedeutet hatte. Und man wusste ja im Endeffekt schon, worauf das Ganze so hinausläuft. Und ja, auf jeden Fall fand ich halt das Ganze so von der Dramatik her und von diesen ganzen Zwischenmenschlichen fand ich das irgendwie zwischen den beiden am wenigsten intensiv, wenn ich das jetzt mit den ersten beiden Büchern vergleiche. Da haben mir die Vorgänge auf jeden Fall besser gefallen, was das betraf. Aber wie gesagt, Redwood Love, es beginnt mit einer Nacht, ist immer noch eine richtig tolle Liebesgeschichte. Und nur weil mir der dritte Teil jetzt am wenigsten gefallen hat, muss es euch ja nicht auch so gehen. Geschmäcker sind ja immer verschieden. Und ja, mein Lieblingsteil der Reihe war übrigens der zweite. Falls es euch interessiert, ich liebe die Geschichte von Flynn und Gabby und die ist einfach so toll. Und ja, Redwood Love, es beginnt mit einer Nacht. Ich habe es gelesen, ich fand es toll. Ich feiere es nicht so wie den zweiten und den ersten Teil, aber es ist immer noch eine ganz, ganz tolle Geschichte in einer ganz, 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 ganz tollen kleinen Stadt. Und diese Umgebung und diese Beschreibungen in diesem Buch, die sind einfach so toll. Und man möchte einfach gerne in diese Stadt fahren und sie die sich angucken und dort wohnen und ein Teil dieser Gemeinde sein. Und das ist, glaube ich, das, was diese Bücher auch ausmacht, dieses Feeling einfach beim Lesen. Und ja, Redwood Love, es beginnt mit einer Nacht, hat mir sehr gut gefallen. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, schaut es euch an. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und auch die beiden Vorgänger sind ganz, ganz toll. Schaut euch die Reihe auf jeden Fall an, wenn ihr gerne Liebesgeschichten mögt. So, drei Bücher haben wir jetzt noch und das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, habe ich total gefeiert und das hatte einen Grund, nämlich weil es ein Einzelband ist. Leute, es ist ein Einzelband. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und habe gedacht, ja, das ist jetzt wieder der Auftakt einer Reihe und dann habe ich dieses Buch zugeklappt und zu Ende gelesen und dachte so, es ist vorbei. Diese Geschichte ist zu Ende erzählt und das habe ich mega gefeiert, weil ich jetzt hier nicht noch eine Reihe angefangen im Regal stehen habe. Ich denke mal, man könnte hier zu einigen Charakteren auch noch eine eigene Geschichte schreiben, aber diese Geschichte hier in diesem Buch ist an und für sich zu Ende erzählt und zwar ist das bei Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young der Fall. Es ist eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte und es ist ein Einzelband. Oh mein Gott, es ist ein Einzelband, das feiere ich immer noch total. Und ja, dieses Buch ist auch nicht sehr dick, es sind 313 Seiten und diese 313 Seiten sind einfach nur toll. Es ist einfach nur eine wahnsinnig tolle Geschichte. Hier kommt auch eine Liebesgeschichte drin vor, die wird ganz, ganz toll erzählt. Sie wird sehr, sehr zart erzählt, mit sehr viel Feingefühl. Die entwickelt sich ganz toll und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte. In diesem Buch geht es um Aelin und Aelin ist die Tochter des Clanführers der Ashka. Und in der Welt, in der Aelin lebt, ist es so, dass alle 5 Jahre gekämpft wird. Und zwar mit dem verfeindeten Clan der Riki. Denn das gibt denen ihre Religion so vor, das hat mit Götterglauben zu tun und keine Ahnung nicht, was noch alles. Das ist jetzt hier zu viel, das alles zu erklären. Und ja, auf jeden Fall treffen sich diese beiden Clans alle 5 Jahre auf einem ganz, ganz bestimmten Feld und dort wird gekämpft bis zum bitteren Ende. Und wir beginnen in der Geschichte direkt bei diesem Kampf und wir sehen Aelin, wie sie halt gerade sich durch diese verfeindeten Riki-Kämpfer kämpft mit ihrer besten Freundin zusammen und urplötzlich sieht Aelin jemanden und zwar ihren totgeglaubten Bruder. Und Aelin denkt sich so, nein, das kann nicht sein und geht natürlich und rennt natürlich diesem Riki hinterher, diesem Feind und ja, stellt dann fest, dass es ihr Bruder ist. Aber zu dem Zeitpunkt, als sie es feststellt, ist sie schon quasi von den Feinden umzingelt und sie kann nichts mehr tun. Und so wird Aelin dann quasi in das Dorf der Riki geschleppt und soll dort als Sklavenmädchen verkauft werden. Und ja, was Aelin dann alles so erlebt und was ihr Bruder bei den Feinden macht und wie er da hingekommen ist und was genau eigentlich alles da so passiert ist, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht und das will ich euch natürlich auch auf jeden Fall nicht verraten, weswegen ich nicht allzu viel zu der Geschichte sagen kann. Und ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich fand die Geschichte super cool erzählt. Die geht locker von der Hand, die Geschichte. Wie gesagt, dieses Buch ist absolut nicht dick. 313 Seiten, die hat man so wahnsinnig schnell weggelesen. Und es ist ein Einzelband. Ich feiere das immer noch so, dass es ein Einzelband ist. Das glaubt ihr gar nicht. Wie ich bereits sagte, ist diese Liebesgeschichte in diesem Buch auch ganz, ganz toll erzählt. Ich fand, die wird sehr, sehr zart erzählt. Es entwickelt sich toll. Und auch die Beziehung zwischen Aelin und ihrem Bruder entwickelt sich wieder ganz, ganz sachte in eine Richtung, wo die beiden sich auch annähern und das fand ich auch ganz, ganz toll beschrieben alles. Und die Geschichte entwickelt sich dann noch in eine Richtung, die man auf jeden Fall nicht erwartet. Also ich habe das auf jeden Fall nicht kommen sehen und das fand ich ganz, ganz toll und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen und
es war einfach nicht langweilig, es war spannend, es war actionreich und wie gesagt, es hatte auch so seine ruhigen Momente zwischendurch und die waren für mich aber nicht Kaugummi-artig oder so, sondern die waren einfach richtig gut und passend für die Geschichte und ich habe auch streckenweise echt mit Aileen mitgelitten. Da gab es so ein, zwei Szenen, wo ich dachte, ach du Scheiße, was geht hier ab? Und ja, dann gab es aber noch Fiske in dieser Geschichte und Fiske war toll. Fiske war einfach toll. So, und mehr sage ich jetzt zu diesem Buch nicht. Wenn ihr Bock auf Jugend-High-Fantasy habt, was so ein bisschen in Richtung Vikings vielleicht geht, so vom rein optischen her und vom Stil der Geschichte her, dann solltet ihr euch das Herz der Kämpferin auf jeden Fall angucken. Ich fand es eine ganz, ganz tolle Geschichte und es ist ein Einzelband. Yay! Und nachdem mir das Herz der Kämpferin ja dann so toll gefallen hatte, kam der Flop des Monats. Und zwar habe ich gelesen Pure Desire, Nur Du von Mia Williams und... Dieses Buch ist einfach verschwendete Lesezeit. Ich kann es nicht anders sagen. Mir hat dieses Buch wirklich nicht gefallen. Also es war jetzt nicht grottenschlecht, so wie Bourbon Kings. Ich muss das immer wieder sagen, dass Bourbon Kings das schlimmste Buch aller Zeiten ist. Auf jeden Fall ist es für mich persönlich jetzt nicht so schlimm gewesen wie Bourbon Kings, aber es war halt einfach auch nicht gut. Also... Das ist so eine Geschichte, die ist einfach für mich so unnötig. In dieser Geschichte spielt die Erotik eine ganz, 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 ganz große Rolle. Die bespringen sich in jedem Kapitel und in jedem Kapitel gibt es irgendwelche sexuellen Anspielungen und Dinge und dann tun die Dinge und es ist einfach nur so nervig. Oh. Es hat mich einfach nur genervt, dieses Buch zu lesen, aber ich habe es dann fertig gelesen und dachte, ja gut, eine Reihe weniger, die du lesen musst. Also ich habe auch absolut kein Interesse, hier irgendwie weiterzulesen. In diesem Buch geht es um... Vier Schwestern? Fünf Schwestern? Fünf? Ich weiß schon gar nicht mehr, ob es vier oder fünf Schwestern sind, ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall geht es um diese Schwestern und die Eltern von diesen Mädels sind quasi gestorben. Und man muss dazu sagen, dass alle Frauen schon erwachsen sind, bis auf eine Schwester, die ist 16. Und ja, die sind halt so jetzt füreinander da, die wohnen halt auch noch zusammen in dem Haus ihrer Eltern und die haben einen Diner von ihren Eltern geerbt und ja, die kümmern sich alle so ein bisschen umeinander und im ersten Teil ging es um Liz und Liz war ja, wie gesagt, unsere Protagonistin. Die war auch okay. Also die war vom ganzen Charakter her, vom ganzen Wesen her, war die für mich okay. Die war gut, da war ich auch fein mit der. Aber die anderen, die Nebencharaktere, die Schwestern, die waren so blass und die waren so wenig beschrieben und so wenig involviert in die Geschichte, dass ich mir einfach so dachte, so, pff, ja, interessiert mich jetzt nicht, was mit der ist im zweiten Teil oder mit der im dritten Teil. Das ist einfach... Da hat die Autorin für mich einfach zu wenig Gefühl rübergebracht und die Geschwister auch zu wenig in die Geschichte involviert. Ich finde eher im Gegenteil, die Autorin hat mich einfach nur teilweise genervt in diesem Ding, was die Schwestern dort haben. Diese jüngste Schwester Amber, über die habe ich mich das ganze Buch nur aufgeregt. Das ist so ein Rotzbalg, das geht gar nicht. Ey, wenn das meine Schwester wäre, ich wüsste nicht, was ich mit der gemacht hätte. Auf jeden Fall nicht. Das darfst du nicht machen, das ist falsch. Aber okay, du hast es jetzt halt getan. Es ist halt so. Konsequenzen müssen da draußen nicht gezogen werden, denn unsere Eltern sind ja tot. Ernsthaft. So ging das ganze Buch. Und ich habe mir nur so gedacht, ihr lasst euch hier von einer 16-Jährigen so auf der Nase rumtanzen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und diese Inkonsequenz, oh, das war so... Und ja, es hätte eine wirklich tolle Geschichte werden können, wenn nicht so viel Wert auf diese Sexuelle gelegt worden wäre. Die Autorin hat dann hier... wirklich auch versucht, die Umgebung mit einzubeziehen, denn das Ganze spielt am Lake Tahoe, was wirklich eine sehr, sehr schöne, naturverbundene Umgebung auch gewesen ist. Das Ganze spielt in einer kleinen Stadt und die Schwestern wohnen in einem wunderschönen Haus am See, in einer so einer Bucht und man hätte da unglaublich viel mitmachen können. Aber immer, wenn sie irgendwas beschrieben hat, kam danach gleich der Typ an und dann ging es wieder rund und dann, oh, ich habe mir gedacht, Leute, ey, warum macht man das? Erotische Szenen in Büchern gut, schön und gut, aber das war einfach nur dummes Naja, ihr wisst schon. Das war einfach unnötig und ja, war einfach nicht mein Buch. Ich glaube, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Im Großen und Ganzen sollte ich vielleicht euch noch erzählen, geht es um Liz. Und Liz, wie gesagt, hat das Diner ihrer Eltern geerbt, wohnt mit ihren Schwestern zusammen in dem Haus. Und die kümmern sich alle um das Diner. Und was geht hier mit meinem Pony ab? Es ist frisch geschnitten, da liegt das immer nicht. Ja, auf jeden Fall arbeitet und lebt Liz mit ihren Schwestern da in dieser kleinen Stadt. Arbeiten in dem Diner mit dem Haus und irgendwie läuft alles nicht so hundertprozentig rund und eines Tages tritt Cole in ihr Leben und Cole ist ein wahnsinnig toller, gut aussehender Typ und
ja, die beiden lernen sich dann kennen und kommen sich dann näher. Die kleine Schwester will das nicht, versucht die beiden auseinanderzubringen, aber sie geben nicht auf und sie werden immer wieder diesen machen. Und ja, was dann mit den beiden am Ende passiert, das ist, worum es in diesem Buch geht. Es geht das ganze Buch 250 Seiten lang eigentlich nur so. Und dann auf den letzten 50 Seiten kommt da mal so ein bisschen Handlung, die man aber eigentlich auf Seite 5 schon hat kommen sehen. Es war also eigentlich nichts Überraschendes auch in diesem Buch. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte. Sagen wir es so. So, damit wären wir beim letzten Buch vom Oktober, worüber ich sehr froh bin, denn mir geht hier gerade so langsam die Luft aus. Ich habe im Oktober 11 Bücher gelesen. Alter Schwede, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, 11 Bücher im Oktober zu lesen. Trotz Buchmesse und allem. Alter Falter, muss ich mich mal selber loben. Ja, das letzte Buch, was ich im Oktober gelesen habe, war Die Vereinten von Caroline Brinkmann, der zweite und letzte Teil der Rain und Lark-Dilogie. Und ich kann nur sagen, dass mir Die Vereinten wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Zum Inhalt kann ich leider nichts sagen, da dieses Buch auch direkt an den ersten Teil anknüpft und ich euch komplett spoilern würde, wenn ich euch hier was dazu erzähle. Falls ihr mehr zu dieser Reihe wissen wollt, schaut auch hier in dem Video vorbei, da gehe ich auch auf den zweiten Teil nochmal ein. Und ja, ich kann nur sagen, dass Die Vereinten mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Entwicklung dieser Geschichte ganz, ganz toll. Ich fand das Ende wahnsinnig gut. Ich habe das Ende so unglaublich gefeiert, dass es nicht so ein Ende war, wie man es erwartet, sondern ein ganz, ganz anderes Ende. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist, also diese Dilogie jetzt schon vorbei ist. Ich hätte hier gerne noch einen dritten Teil gehabt, aber ich bin mit dem Ende fein. Ich habe am Ende zwar noch ein, zwei Fragen, die so für mich im Raum stehen, aber das ist jetzt absolut nicht schlimm. Ich bin mit dem Ende im Großen und Ganzen sehr zufrieden und ich bin ein großer Fan dieser Dilogie. Ich liebe Rain als Protagonistin einfach. Die ist eine so unglaublich tolle Protagonistin. Und es ist am Ende vom ersten Teil etwas passiert, woran Rain im zweiten Teil auch immer noch sehr, sehr stark zu knabbern hat. Und ich fand das so unglaublich gut, dass sich das ganze Buch durchgezogen hat, dieses Thema. Und dass es nicht einfach so, ja, gestern war ich noch todtraurig und heute bin ich wieder happy und alles ist vergessen. Das hat man ja in manchen Büchern manchmal, aber hier war das eben nicht so und das hat mir so unglaublich gut gefallen und ich fand auch die Charakterentwicklung unglaublich gut in diesem Buch und wie die Geschichte sich, wie gesagt, entwickelt hat und auch das Setting hat mir wieder sehr gut gefallen und ja, ich fand Die Vereinten einfach ganz, ganz toll. Wie gesagt, ich kann euch jetzt im Inhalt nicht viel verraten. Schaut in der Reihenvorstellung vorbei, die ich dazu gemacht habe, da erzähle ich dann auf jeden Fall auch nochmal was zum ersten Teil und ja, mehr kann ich zu Die Vereinten einfach und mehr kann ich zu Die Vereinten auch nicht sagen, außer dass es wieder eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte war und ich liebe, liebe, liebe diese Dilogie. Das war mein Lesemonat vom Oktober und ja, wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn ihr mehr Infos zu den einzelnen Büchern wissen wollt, wie gesagt, es gibt zu jedem einzelnen Buch ein extra Video, da es alles Rezensionsexemplare gewesen sind, die ich im Oktober gelesen habe. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich muss jetzt Schluss machen, der Hund muss Pipi, der macht mir sonst gleich in die Wohnung. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt Gassi. Ciao!